Ja, das war auf dem Bühlersee. Und bei klarem Wetter sieht man sehr gut das Alpenmassiv mit Eigenmönch und Jungfrau. Und hier einer meiner Lieblinge. Genau, die braune Tageule. Dass wir einen Vertrag haben, das verschweigen wir jetzt an dieser Stelle. Genau. Ja, sie braucht halt einfach Salz. Ja, sehr frech auf meinen Ellbogen, oder? Eine Igelfliege. Ja, und wir wollen nicht darüber sprechen, aber ich vermute, sie muss sich jetzt reinigen, weil sie Subunternehmer geworden ist. Genau. Sie freut sich darüber, weil sie hat keine Ahnung, was das bedeutet, oder? Aber sie putzt sich sehr gut. Ja, reinigt Kopf und Hände, Füße. Das ist wichtig, damit sie keinen Schmutz auf unsere Gerätschaft bringt, oder? Genau, ja. So, und hier ist sie bei unserer Klammer, bei der Arbeit. Sie macht das gewissenhaft. Ja. Vermutlich ist sie eine der einzigen, die sehr gut, sehr viel Freude daran haben, unsere Sachen zu reinigen. Es ist noch speziell, diese Fliege. Ja, deren Stachel am Hintern, ja. Ja. Sie ist nicht so groß, sie ist etwa 9 bis 14 mm. Und die Larven, das sind Parasiten von Schmetterlingsraupen. Schmetterlingsraupen. Larven. Die Larven. Also mit anderen Worten, der Subunternehmer vernichtet den Auftraggeber. Genau, ja. Unglaublich, was es da alles gibt. Und das sind unsere Haussperlinge. Genau. Spatzen, sagen Oder wir. auch Spatzen, ja. Beim Sandbad. Ja, das haben sie sehr gerne. Ja, es sind sehr saubere Vögel. Bei uns im Storenkasten werfen sie ihren Schmutz immer auf unser Ja, Fensterbrett ja, und ja, das ja. ergibt immer riesige Schweinerei auf unserem Fenster. Aber in ihrem Nest muss es sauber sein, oder? Ja, und ich kann es nachher putzen. Ja. Ihr Bestand ist rückläufig. Ja, weil Sie die Nistplätze fehlen, weil die Storenkästen verschlossen werden. Ja, weil die Hausfrauen nicht putzen wollen. Genau, aber sie werden trotzdem etwa 4 bis 5 Jahre alt. Und sie haben auch 2 bis 3 Bruten pro Jahr. Sie sind wirklich fleißig. Ja, das können wir bestätigen. Also drei Bruten sind nicht so selten Ja. und 3 bis 4 Junge, Ja. also 9 bis 12 pro Storen. Kasten, Kastenfach. ja. Ja, in jeder Store sind es zwei. Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Hör auf zu zählen. Also, wir sind verantwortlich für eine ganze Menge Spatzen, ne, bei Ja. uns. Und wir haben auch Freude an ihnen. Ja, Also. sicher. So, und das ist unser Hauptschauspieler. Die Veränderliche Krabbenspinne. Und du hast mir erzählt, sie können die Farbe wechseln, hä? Ja, sie kann einfach so auf gelb, gelblich oder grünlich kann sie wechseln. Oder auch weiß eben mit roten Ja, Streifen, hä? und lange dachten sie, das ist immer eine andere Spinne, darum haben sie zuerst 20 verschiedene Namen vergeben.
bis sie dann gemerkt haben, das ist nur eine Art. Man hat auch Mühe, sie zu erkennen überhaupt, also zu sehen, man muss sehr genau hinschauen. Sie sitzt oft auf so weißen Blüten. Ja, und hier hat sie, zack, wir haben das Stativ etwas umgestellt und zack, hat sie in der Zwischenzeit eine Biene gefangen. Ja. Und ich bin schon überrascht, dass sie so große andere Insekten attackieren. Ja. Und vor allem eben Bienen. Ja, und sie ist clever, weil sie hält nachher die Biene so, dass die Biene nicht zustechen kann. Ja. Und die Biene wollte eigentlich nichts weiter als ihre Arbeit verrichten. Man sieht sehr gut, sie hat schon fleißig Pollen gesammelt. Genau, ja. Und jetzt kommt ihr Ende. Schon brutal, die ganze Sache. Ja. Ja gut, aber das ist die Natur. Ja, so ist das. Man sieht sehr schön, wie sie mit den Hinterbeinen hält sie sich an der Blüte fest. Und die anderen sechs Beine nutzt sie, um die Biene in die richtige Position zu bekommen. Ja. Sie sucht den Nacken, um dort hineinzubeißen. Ja, die ist sicher schon betäubt jetzt, oder die Biene? Ja, noch nicht. Sie zappelt noch und hält sich fest. Aber jetzt, ich denke, jetzt wird das Gift hineingepumpt. Ja. Ja. Ja, jetzt ist die Biene wahrscheinlich betäubt. Wann sind sie noch oft, diese Spinnen? Ja. Sie sind schon weit verbreitet. Ja, und auch häufig, auch bei uns. Und eben, sie sind ziemlich fett, die Weibchen. Das heißt, sie sind wirklich sehr gut ernährt. Erfolgreiche Jäger. Ja. Dieser Marienkäfer hat Glück. Ist das ein Schachbrett? Könnte sein, ja. Marienkäfer. So, jetzt hat sie sie gedreht. Also mit anderen Worten, die Biene ist tot. Und jetzt wird sie gemächlich ausgesaugt. Ja. Man sieht die auch in ganz verschiedenen Größen, diese Spinnen. Von ganz klein bis wirklich ganz fett. Groß. Ja. Man sieht sehr gut hier die Klauen vorne und das Saugapparat, das Mundwerkzeug, hat sie jetzt in den Nacken hineingestoßen und saugt sie aus oder injiziert noch Gift, je nachdem. Und sie fangen nicht nur Bienen, sie fangen also auch Fliegen. Und jeder, der mal eine Fliege fangen wollte, weiß, wie schnell sie sind. Und wie schnell die Spinne sein muss, um eine solche Fliege zack aus der Luft zu schnappen. Ja. Ja. Und das war's. Bis später. Bis dann.